So, der Euro-Jackpot ist geknackt. Die 120 Millionen Euro der europaweiten Lotterie gehen je zur Hälfte an einen Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Siegen in Nordrhein-Westfalen und nach Slowenien. Mit den Gewinnzahlen 2, 3, 6, 15, 35 und den beiden Eurozahlen 1 und 3 lagen nach 12 Ziehungen ohne Hauptgewinn gleich zwei Spieler oder zwei Tippgemeinschaften richtig, wie Westlotto mitgeteilt hat. Der Eurojackpot ist bei 120 Millionen gedeckelt. Ein höherer Gewinn ist also nicht möglich. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.